Ja, hallo, hier sind wieder die Sons of Libertas. Wir sind hier heute in Köln im Maritim Hotel und haben das Vergnügen mit Professor Lücke. Hallo, Herr Lücke, danke erstmal für das Interview. Einen kleinen Ausblick auf die Europawahl. 25. Mai sind Europawahlen. Was sind da Ihre Erwartungen? Meine Erwartungen sind, dass die AfD ihr Ergebnis der Bundestagswahl deutlich wird steigern können. Also in den Meinungsumfragen liegen wir zurzeit zwischen 6 und 8% ziemlich stabil. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass es mindestens in dieser Größenordnung auch sich realisieren wird. Und damit wäre ich sehr zufrieden. Das wäre ein gutes Ergebnis für unsere Partei, gerade angesichts der negativen Presse, die wir ständig kriegen und der unsäglichen Verdächtigungen, derer wir ausgesetzt sind. Wie gesagt, wenn wir so abschneiden, ist das für uns sehr schön. Der Euro entwickelt sich Ihrer Meinung nach momentan wie? Naja, die Euro-Krise ist nach wie vor da, unverändert präsent. Nur wird sie mit sehr, sehr viel Geld eben zugeschüttet, sodass dem Bürger das nicht mehr so auffällt. Man hat ja den Banken und Finanzinstitutionen jegliches Risiko abgenommen, sodass die auch wieder angefangen haben, jetzt griechische Staatsanleihen zu kaufen. Aber das heißt halt nicht, dass das Risiko weg ist, sondern das heißt nur, dass die Steuerzahler dieses Risiko tragen. Und das ist eigentlich Grund zur Sorge, aber es wird vor der Öffentlichkeit halt geschickt verborgen und damit wird der Eindruck erweckt, als wären die Probleme nicht mehr da. Aber wenn man sich das anschaut, dann stellt man fest, dass die Staatsschulden in allen Krisenländern heute viel höher sind als vor 4 Jahren und das Bruttoinlandsprodukt, das Einkommen, ist viel niedriger als vor 4 Jahren und die Arbeitslosigkeit und die Jugendarbeitslosigkeit ist viel, viel höher. Die Banken sitzen nach wie vor auf ihren faulen Krediten drauf. Also die gesamten Ursachen der Krise sind unbewältigt und sind zum Teil heutzutage schlimmer, als sie das vor 4 Jahren gewesen sind. Man hat nur an den Symptomen herumgedoktert und das war ein teurer Spaß. Ja, was wären da Ihre Lösungsansätze? Wir hatten gestern das Vergnügen, mit Katja Kipping zu sprechen. Sie hätte am liebsten alles verstaatlicht. Also, na klar, dass alle Banken verstaatlicht werden, etc., etc. Was wären da Ihre Lösungsansätze? Naja, wir müssen gucken, dass die südeuropäischen Staaten wieder wettbewerbsfähig werden. Denn nur wenn sie wettbewerbsfähig sind, dann sind sie auch imstande, ihren eigenen Lebensstandard selbst zu finanzieren und ihre Schulden selbst zu finanzieren. Und ein großes Hemmnis für die Wettbewerbsfähigkeit der südeuropäischen Staaten ist eben der Euro, der aus ihrer Sicht eine überbewertete Währung ist. Und Sie haben ja gesehen, dass der Euro jetzt in den letzten Monaten sogar an Wert gegenüber dem Dollar beispielsweise nochmal gewonnen hat, sodass die Wettbewerbssituation für diese Staaten erneut schwieriger geworden ist. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass auch die Finanzmärkte denken, naja, es scheint ja so zu sein, als sei die Krise vorbei. Jedenfalls für die Finanzanleger ist die Krise vorbei, weil sie keine Risiken mehr zu tragen haben. Und dann investieren sie wieder stärker in den Dollar und in den Euro. Und damit steigt der Wert des Euros, wertet auf gegenüber dem Dollar. Und die europäischen Staaten haben das Nachsehen. Das heißt, wir müssen diesen großen Währungsraum geordnet auflösen, müssen insbesondere den südeuropäischen Staaten die Möglichkeit geben, aus dem Euro auszuscheiden. Im Endeffekt für mich ist es natürlich auch eine Ungerechtigkeit, dass zum Beispiel deutsche Steuerzahler in anderen Ländern irgendetwas retten sollen, was auch immer. Würden Sie in Deutschland auch den Länderfinanzausgleich kritisieren, weil das unserer Meinung nach genau dasselbe ist? Nein, das ist meiner Meinung nach nicht genau dasselbe, denn wir sind nun mal ein Volk. Ja, und innerhalb eines Volkes muss es natürlich auch eine gewisse Solidarität geben, muss es eine gewisse Gleichheit der Lebensverhältnisse geben, denn sonst würden sich ja ganze Landstriche entvölkern, wie wir es uns bedauerlicherweise in der früheren DDR ja auch teilweise erlebt haben. Und die Menschen würden dahin gehen, wo sie bessere Arbeitsbedingungen haben, wo die Wettbewerbsfähigkeit der Regionen besser ist und Ähnliches. Das heißt, ich bin gar nicht gegen einen Finanzausgleichsmechanismus innerhalb eines Staates, sondern ich befürworte das. Aber ich bin gegen eine willkürliche Verteilung von Finanzmitteln innerhalb der Europäischen Union zwischen Völkern. Und willkürlich ist sie insofern, als es ja in Europa nicht die ärmsten Staaten sind, die die finanzielle Unterstützung bekommen. Denn die ärmsten Staaten sind eigentlich die osteuropäischen, das sind die baltischen Staaten, das ist Rumänien, das ist Bulgarien. Ja, also diese Staaten sind viel ärmer als Griechenland, sondern die ganze Unterstützung geht an sozusagen die Mittelklasse der europäischen Länder. Und zwar nur deshalb, weil die am meisten Schulden gemacht haben. Aber ein vernünftiger Finanzausgleich orientiert sich an ganz anderen Kriterien. Der orientiert sich an nicht existente Infrastruktur oder an einem Fehlen von sozialen Einrichtungen, Krankenhäusern, Kindergärten, Schulen oder Ähnliches. Orientiert sich an Pro-Kopf-Einkommen in den Ländern. Und nach all diesen Kriterien müsste unser Geld eigentlich, wenn wir einen europäischen Finanzausgleich haben, nach Osteuropa gehen und nicht nach Südeuropa.
und natürlich auch nicht in so großen Summen nach Osteuropa geht. Klar, aber sagen wir mal, nehmen wir das zum Beispiel beim Länderfinanzausgleich, die Stadt Berlin jetzt, zum Beispiel solche Projekte wie der Berliner Flughafen, die wären unserer Meinung nach gar nicht realisierbar ohne diesen Länderfinanzausgleich und ohne die ganzen Summen, die da investiert werden. Ja, also in den Berliner Flughafen investiert ja einerseits das Land Berlin, was durch den Finanzausgleich begünstigt wird. Andererseits investiert da rein auch der Bund sehr stark und die Verluste müssen die Berliner Steuerzahler und eben die Steuerzahler in der Bundesrepublik Deutschland allgemein tragen. Es ist ein Horrorszenario, was sich dort abspielt, weil dieser Flughafen augenscheinlich überhaupt nicht fertig wird und man jetzt sogar darüber nachdenkt, das ganze Projekt in den Boden zu stampfen und möglicherweise Sperenberg wieder auszubauen, so wie man es vor 20 Jahren ungefähr verworfen hat. Also es ist desaströs, was sich dort abspielt. Es ist aber in gewisser Hinsicht auch symptomatisch für unsere Politik, die immer glaubt, mit riesengroßen Projekten, riesigen Entwürfen sich selbst in den Geschichtsbüchern verewigen zu können und sich dabei vollständig überschätzt. Also wo Projekte entwickelt werden, die man überhaupt nicht beherrscht oder über die man die Kontrolle verliert. Und ein solches Projekt ist eben auch dieser Aufbau eines europäischen Überstaates, den wir zurzeit in Europa sehen, dessen einer wesentlicher Bestandteil eben die gemeinsame Währung ist, die genauso außer Kontrolle geraten ist, wie Großprojekte der Politik auf der nationalstaatlichen Ebene außer Kontrolle geraten. Elbphilharmonie in Hamburg wäre ein weiteres Beispiel oder wie Sie gesagt haben. Nürburgring, Stuttgart 21. Würden Sie eine Haftung für Politiker befürworten, dass zum Beispiel Leute unserer Meinung nach wie Kurt Beck und der nette Bürgermeister aus Berlin würden dann die nächsten 500 Jahre im Gefängnis sitzen, unserer Meinung nach? Also für alles, was irgendwie vorsätzliche Verschwendung von Steuergeldern ist oder grob fahrlässige Verschwendung von Steuergeldern, muss natürlich gehaftet werden. Das ist ganz eindeutig. Das ist aber auch schon nach jetzigem Recht so. Ja. Auf der anderen Seite ist es so, dass man natürlich auch berücksichtigen muss, dass man den Job des Politikers auch in gewisser Hinsicht so ausgestalten muss, dass Menschen bereit sind, sich zu engagieren und auch bereit sind, Projekte voranzutreiben, ohne dass sie das Gefühl haben, dass sie immer mit einem Bein im Kittchen stehen. Also ich denke, insofern darf man da auch nicht übertreiben. Wenn jemand eine falsche Idee vorwärts treibt, dann ist das für ihn als Politiker ein Risiko, insofern als er abgewählt werden kann. Die eigentliche Verantwortung für die Umsetzung liegt aber in den Ministerien und dort sind eigentlich kompetente Beamte oder sollten kompetente Beamte sein, die das umsetzen und die müssen natürlich für ihre Handlungen auch dem Steuerzahler gegenüber gerade stehen und wenn es dort Steuerverschwendung gibt, Missbrauch von Steuergeldern gibt, dann muss man da auch mit den Konsequenzen des Strafrechts rangehen. Momentan haben wir die größten Steuereinnahmen in der Geschichte der Bundesrepublik. Der Bund der Steuerzahler kritisiert sehr stark das Ausgabenverhalten, also die Steuerverschwendung. Wir kritisieren sehr, dass so viele Steuern überhaupt erst eingetrieben werden. Ja, das sind natürlich zwei Seiten derselben Medaille. Wenn man nicht so viel Gelder verschwenden würde, dann könnte man die Steuern auch verringern und den Bürgern mehr von ihrem Geld erhalten. Also beides ist zu kritisieren. Wir müssen im Grunde genommen im Bereich der Steuerverschwendung, glaube ich, sehr viel striktere Regeln anwenden, damit dieser unsägliche Missbrauch, der vom Bund der Steuerzahler ja Jahr für Jahr dokumentiert wird, ohne dass sich da grundsätzlich etwas dran zu ändern scheint, damit der endlich einmal zumindest nennenswert reduziert werden kann. Aber das scheint ein sehr schwieriges Unterfangen zu sein oder es scheint der Wille zu fehlen bei den Politikern der Altparteien, das auch mit dem gebotenen Nachdruck umzusetzen. Einen kleinen Blick auf die Außenpolitik. Wie ist die außenpolitische Ausrichtung der AfD? Sie wollen mich wahrscheinlich zur Ukraine fragen. Völlig korrekt. Im Allgemeinen unterstützen wir die Außenpolitik der Bundesregierung. Also wir wollen die Kontinuität deutscher Außenpolitik fortsetzen. In Bezug auf die Ukraine haben wir aber eine dezidiert andere Haltung, weil es bei der Ukraine ja eigentlich zurzeit einen Konflikt gibt zwischen dem Prinzip der territorialen Unverletzlichkeit eines Staates, sprich Grenzen müssen so bleiben, wie sie nun einmal sind, und dem Prinzip des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Und die Bundesregierung hat sich eben dieser Unverrückbarkeit der Grenzen verpflichtet und richtet ihre Politik danach aus. Was einmal Ukraine ist, muss immer Ukraine bleiben. Während die Alternative für Deutschland denkt, dass das Selbstbestimmungsrecht des Volkes eigentlich das Wichtigere ist. Und wenn wir dort jetzt unterschiedliche Volksgruppen haben, Ukrainer und Russen und auch Krimtataren beispielsweise, dann sollte in den Gegenden, in denen eine Bevölkerungsmehrheit existiert, die nicht ukrainisch ist, auch ein Referendum möglich sein. Und ich betone, ein faires,
freies, demokratisches Referendum, in dem das Volk selbst darüber entscheiden kann, ob es eigentlich noch im ukrainischen Staat leben möchte oder ob es sich vielleicht einem anderen Staat, zum Beispiel der Russischen Föderation, anschließen möchte. Also insofern sind wir sehr dafür, hier urdemokratische Prinzipien anzuwenden und den Konflikt dadurch zu entschärfen, dass man das Volk einfach selbst zu Wort kommen lässt. Das darf nicht geschehen unter dem Druck ausländischer Militärpräsenzen oder von irgendwelchen Freischärlern, die da plötzlich rumrennen und kein Mensch weiß, wo sie herkommen. Das muss geschehen mit einer fairen Fragestellung, wo wirklich ein Ja und ein Nein darauf geantwortet werden kann. Also dieses Referendum in der Krim hat diesen Anforderungen sicherlich noch nicht genügt. Aber ich habe eigentlich auch gar keinen Zweifel daran, dass ein faires, freies Referendum in der Krim wohl eine Mehrheit für einen Anschluss an Russland ergeben würde. Und wenn das dann der Fall ist, dass das von der Bevölkerung so gewünscht wird, dann unterstütze ich das und denke, dann kann man Grenzen auch mal anders ziehen. Fangen wir mal an, zum Beispiel in Bayern. Hat Bayern genau dasselbe Sezessionsrecht wie die Leute auf der Krim? Nein, ich spreche vom Sezessionsrecht eines Volkes, vom Selbstbestimmungsrecht eines Volkes und nicht vom Selbstbestimmungsrecht jeder beliebigen Gruppe, die sich innerhalb eines Volkes findet. Also für mich sind die Bayern Deutsche, sind ein Teil Deutschlands und daraus folgt eigentlich, dass sie kein eigenständiges Selbstbestimmungsrecht haben, denn sonst würde natürlich sozusagen alles einfach zerfallen, weil sich da würden sich wiederum die... Nein, wir meinen jetzt zum Beispiel, der Freistaat Bayern könnte sich entscheiden, wir möchten uns jetzt zu Österreich. Der Freistaat Bayern wird ja nicht von einem eigenständigen Volk bewohnt. Bayern, das würden die anders sehen, übrigens, die Bayern. Das glaube ich nicht, dass die Bayern das... Also wenn die Bayern das wirklich anders sehen würden, dann müsste man ernsthaft darüber nachdenken, aber ich glaube, die meisten Bayern fühlen sich zwar als Bayern, aber dennoch auch als Deutsche. Ja? Ich weiß schon, was ich meine. Ein wichtiges Abgrenzungskriterium, glaube ich, dafür, was ein Volk ist, ist, dass dieses Volk eine gemeinsame und von dem anderen Teil des Landes getrennte Sprache hat. Ja, also so etwas hätten wir zum Beispiel in Katalonien. Ja? Also da wäre das der Fall, dass man sagen könnte, gut, es gibt dort eine bestimmte Volksgruppe, die findet, dass sie nicht derselben Nationalität sind, wie es die normalen Spanier sind. Oder im Baskenland hat man ähnliche Situationen. Aber in Bezug auf Bayern liegt das nun mal nicht vor. Ja, wie gesagt, man könnte ja dann sagen, zum Beispiel Bayern, wegen der Sprache, dann gehen die nach Österreich. Also ich will das jetzt nicht im Einzelnen historisch verfolgen, wie sehr Deutsche und Österreicher ein gemeinsames Volk mal waren und sich dann im Laufe der Zeit getrennt haben. Ja, also das führt in gewisse Untiefen hinein, das Gespräch. Ja. Aber worum es mir geht, ist eigentlich das grundsätzliche Prinzip. Wenn man sich sozusagen darauf verständigen kann, dass eine bestimmte Gruppe von Menschen, dass die ein eigenständiges Volk sind oder Teil eines anderen Volkes sind, was in einem anderen Staat lebt, dann denke ich, sollte man in einem Referendum denen die Möglichkeit geben, sich diesem anderen Staat auch anzuschließen. Ja, perfekt. Dann bedanken wir uns für das Interview. Ja. Wünschen Ihnen noch alles Gute im Europawahlkampf und schönen Tag noch. Ja, danke schön Ihnen auch. Perfekt, super.